Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bedtime Let's Plays Harvest Moon Geschichten zweier Städte. In der letzten Folge haben wir den Kochwettbewerb gewonnen. Heute ist offenbar Harmonietag und es wäre schön, wenn ihr jemand ein Geschenk gibt. Da wir aber mit dem Knochen niemandem wirklich befreundet sind, würde ich davon erstmal nicht ausgehen. Wir sind ja ganz frisch in der Stadt. Ansonsten würde ich mal schauen, was bald so ansteht. Geburtstag von mir selbst. Am 16. Und das nächste Kochfest am 19. Mit dem Thema Hauptgang. Okay, dann steht jetzt erstmal nichts Spezielles an. Wie gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, dass wir heute wirklich Schokolade geschenkt bekommen. Kurz aus. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es wirklich ein Bug ist, dass die Musik schneller spielt, während wir reiten. Oder ob das so gewollt ist. Amy ist immer noch in der Aufzucht. Das dauert ganz schön lang, wenn ich ehrlich bin. Oh, eine Rübe, eine Rübe. Tada, gerade hast du zum ersten Mal geerntet. Herzlichen Glückwunsch. Denk daran, es ist einer der wichtigsten Jobs auf deinem Bauernhof. Versuche alle Feldfruchtarten zu züchten. Mach weiterhin gute Arbeit. Ja, würde ich gern. Ich habe nur keine Samen und ich weiß nicht, wo ich Samen kaufen kann. Dafür werfe ich das Huhn durch die Gegend. Eigentlich könnte ich das Huhn mal rausbringen. Es ist ja schönes Wetter und soll heute auch nicht regnen. Dann koche ich das Ei, um eventuell ein neues Rezept zu lernen. Was ich mit der Rübe mache, weiß ich noch nicht. Erstmal ins Lager legen, würde ich vermuten. Muss ich halt wirklich Glück haben, damit ich Samen kaufen kann? Das wäre schon irgendwie ein bisschen dumm. Aber es kann natürlich sein. Wenn ich nirgendwo irgendjemanden finde, der Samen verkauft, dann müssen es ja diese beiden Läden sein. Von Mucho und ich glaube Pacho. Okay, jeder ist glücklich, das ist schön. Keiner hat irgendwelche Sorgen. Das wäre doch mal ein schönes Leben, wenn alle einfach zufrieden wären. Ich renne ins andere Dorf und schau mal, ob sie dort vielleicht Samen verkaufen. Irgendwo muss es doch Samen geben. Immer diese verzweifelte Suche nach Samen. Bitte, ich will doch nur Samen. Damit ich Zwiebeln und Rüben und alles Mögliche anbauen kann. Ich meine, es gibt einen Forscher in Konohana, der Pflanzen erforscht. Aber der verkauft halt nichts. So, was gibt's denn hier? Eine verschlossene Tür. Hier ist nur die andere Farm, mit der ich nichts machen kann, weil ich dort nicht wohne. Das sind Tiere. Die Musik hat gerade ein kleines Problem. So, zwei neue Aufträge. Stein!
Kann ich dir geben. Mal wieder. Minze. Kann ich dir auch geben. Das ist das Zeichen für das Bürgermeisterhaus. Samen. Oh Gott, Samen. Gombe, du verkaufst Samen, du guter, großartiger Gombe. Guten Morgen, du siehst beschäftigt aus. Aber warum machst du nicht eine Pause und leistest mehr Gesellschaft? Von 10 bis 17 Uhr. Oh Gott, welcher Tag ist heute? Samstag. Dann müsstest du gleich aufmachen. Ich kaufe gleich erstmal Samen bei dir. Und war sowas von. Mein ganzes Geld gebe ich bei dir aus. Du beginnst früh mit Arbeit, das ist super. Ja, das muss man wohl als Farmerin. Die Tiere warten nicht, die haben Hunger. Die Pflanzen warten auch nicht, die haben Durst. Guten Morgen, hoffen wir auf viele Herausforderungen und Überraschungen. Hoffentlich nur positive Überraschungen. Ich bin tatsächlich eher nicht so der Riesenfreund von Überraschungen. Ich kann dir den Stein geben. Stimmt, dann muss ich gar nicht extra suchen. So, hier der Verpackungsspezialist war wieder am Werk. Nicht leicht zu sagen, wenn man es sich nur ansieht. Sieht so aus, als müsste ich es unter einem Mikroskop untersuchen. Oder vielleicht, ich sollte Marco bitten, es für mich auch zu malen. Nein, dann würden die Samen auch gemahlen werden. Das macht keinen Sinn. Also ihr seid immer dasselbe. Hauptsache, du bist glücklich mit deinem Stein. Meine Belohnung. Ah, Marmelade mal wieder. Ich mag Marmelade. Und Gold. Ja, gern. Du kannst mich gern immer um Hilfe bitten. Ich meine, ich kenne das Gefühl, ich bitte auch nicht wirklich gern um Hilfe. Weil ich immer das Gefühl habe, na, das musst du schon alleine schaffen können. Aber manchmal geht es halt nicht allein. Manchmal sind andere besser in etwas und dann fragt man besser nach Hilfe. So schwer es einem auffallen mag. Wahre Größe ist es dann, nach Hilfe zu fragen, wenn man sie braucht. Gut, das kann ich mir jetzt auch wieder in so einen Glückskeks reinschreiben. Warum haue ich in letzter Zeit immer so Glückskeks und Werbesprüche raus? Ich weiß es nicht. Na, hallo, hübsche Nori. Guten Morgen, Jenny. Musst du heute arbeiten? Viel Erfolg. Dankeschön. Wenn du Feldfrüchte anbauen willst, solltest du Samen bei meinem Großvater kaufen, was ich tun werde. Nun. Dann erhältst du gute Ernteergebnisse. Wo ist denn der Laden? Ah! Willkommen bei Gombes Samen. Womit kann ich dir helfen? Items zeigen, Items zeigen. Ja, ich bin voll happy, dass ich die Rüben und Kartoffelsamen kaufen kann. Ah, leider keine Zwiebeln. Wird sich dein Sortiment auch noch vergrößern oder ändert sich das jeden Tag so ein bisschen? Wie viel möchte ich? Nehmen wir mal 8. Und dann nehme ich auch noch 8 Kartoffelsamen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch mehr Platz auf meinem Hof habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon zu viele Samen gekauft. Weil ich habe ja leider nicht so viel Platz, um Feldfrüchte anzubauen. So, wir haben die Samen. Als nächstes möchte ich Minze, um sie dem Doktor Gehilfen zu geben. Eine Walnuss, Unkraut. Das ist keine Minze, das ist Minze. Spuck, habe ich schon alles. Ich helfe dem Arzt doch gerne dabei, neue Medizin herstellen zu können.
Denn die Menschen in den Dörfern sollen gesund bleiben. Über den Auftrag sprechen. Ja, bitte. Ja, ich habe das schwarze Brett gesehen und gebe dir deine Minze. Du hast so gute Arbeit geleistet, danke dafür. Du siehst verwirrt aus. Diese natürlichen Items haben ein paar wundervolle Eigenschaften. Immer wenn ich das Wort Item lese, muss ich dran denken, wie ich früher immer Item gesagt habe. Oh Gott, ist so peinlich. Das ist so eine Sache, wo man sich noch... Ich glaube, mein Leben lang werde ich mich nur dafür schämen, dass ich früher immer Item gesagt habe. Weißt du, zum Beispiel Lavendel ist entspannend. Und Tomaten sind gut, um alle Arten von Krankheiten abzuwehren. Wie man so sagt, ist eine Tomate am Tag und der Arzt bleibt fern. Ich kenne das von Äpfeln. Und dass Äpfel den Arzt fernhalten und nicht Tomaten. Es gibt bestimmt noch viel mehr Pflanzen, die heilende Eigenschaften haben. Ich habe die traditionellen Volksheilmittel studiert, um mehr herauszufinden. Wette, damit hast du nicht gerechnet, hm? Ja, du bist Arzthelfer, doch, ich habe schon damit gerechnet, dass du dich damit auseinandersetzt, was wem hilft, auf welche Art und Weise. Oh, was ist das? Das sieht... Entschuldigung. Das sieht aus wie so ein grüner Arsch. Mochi. Oh, das sieht aus wie ein grüner Arsch. Entschuldigung. Ein grüner Arsch auf dem Teller. Ja, grüner Mochi, super frisch. Reissüßigkeit mit Gras. Besser als du denkst. Ich habe gehört, Mochi sollen voll lecker sein. Hab sie aber selbst noch nicht probiert. Aber den grünen Arsch finde ich wundervoll. Das haben also die Eltern immer gemeint, wenn sie meinten, ja, ich werde dir den Hintern grün und blau versohlen. Schön. Und wir brauchen eigentlich noch einen Stint. Keine Kräte. Aber ich weiß dann, wie gesagt, nicht, ob wir den vielleicht eher angeln müssen. Okay, Spiel, übertreib nicht. Der Rotlachs. Ich weiß es nicht. Es soll ja ein normaler Stint sein. Vielleicht dauert es einfach ein bisschen. Bis wir die Aufgabe erfüllen können. Vielleicht können wir sie einfach noch nicht erfüllen. So auf dem Weg, dass ich euch einfach mitnehmen muss. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Zwischenstopp einlegen, aber dem konnte ich nicht widerstehen. Genau, ich wollte jetzt Samen pflanzen. Endlich Samen pflanzen. Ich bin hier so happy. Ist die Frage, machen wir zwei Kartoffelfelder? Machen wir hier dann einfach die Rüben hin? Und wie war das mit dem Dünger? Wann benutze ich den? Ich würde den hier am liebsten bei einer Kartoffel benutzen. Die brauchen halt schon so lange. Dass ich sagen würde, dann muss ich das halt auch lohnen. Okay, da sind schon mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich doch zu wenig Samen gekauft. Dann weiß ich das aber. In die Zukunft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da passen genau 8 rein.
kann ich eigentlich nochmal 8 Samen kaufen? Nochmal 8 Kartoffelsamen. Hä? Ist das jetzt richtig? Du kannst hier nicht säen. Aber warum? Hä? Ich bin verwirrt, wie dieser Dünger funktionieren soll. Ich meine, auf die wachsende Pflanze konnte ich es ja nicht anwenden. Aber ich kann hier jetzt keine Samen säen. Freut mich nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, dass da irgendwas drin steckt. Oh, Moment, wirkt sich jetzt der Dünger, den ich da reingesteckt habe? Der wirkt sich auf das hier aus. Wirkt er sich auf die Sachen drumherum aus? Aber es verbraucht halt auch ein Feld. Aber okay, jetzt verstehe ich das. Gut, schade, dass wir so kleine Felder haben, dass es halt eigentlich nie mehrere Felder gibt, die um einen drum liegen können, außer hier. Wenn hier ein Dünger stehen würde, würde er sich um den hier und um den hier kümmern können, würde ich vermuten. Okay, nächste. Für Zukunft weiß ich, das hier ist die Düngerposition. Lass mal gucken, wo wir Dünger kaufen können. Wie teuer der ist. Ich gehe mal kurz zu Mucho, wollte ich sagen. Aber die sind, glaube ich, gerade an uns vorbei gelaufen. Das bedeutet, die haben heute geschlossen. Ja, okay. Heute kein Einkauf. Okay, dann pflanze ich da jetzt einfach Rüben an. Die Rübe braucht ja nicht so lang zum Wachsen. Dann haben wir hier 4 Rüben. Oh, ich glaube, ich kann das Feld sogar freilassen. Ich kann trotzdem alle Rüben anpflanzen. Okay, schön. Die Gießkanne. Ich muss mir halt nur merken, dass das hier der Spot für Dünger ist. Du gießt den Dünger. Ja, ich gieße den Dünger. Lasst mich. Es ist auch schön, endlich Feldfrüchte anbauen zu können. Und ja, es würde mich schon interessieren, ob ich je nach Tag andere Feldfrüchte kaufen kann. Andere Samen. Also würde ich wahrscheinlich am Montag nochmal nachschauen gehen. Aufträge. Ich habe halt keine Map, soweit ich weiß. In der drin steht, wann welche Geschäfte offen haben. Das fehlt ein bisschen, damit ich nicht einfach durch den Berg renne und dann sind die Geschäfte zu. Ach, ein schönes Gefühl hier, endlich einen Samen anpflanzen zu können und zuzuschauen, wie die Ergebnisse wachsen. Nur das mit den Tieren hat halt doch irgendwie, da hat was gefehlt. So, wir haben also nun Samen. Wir wissen, wo wir Samen herbekommen. Hallo Cheryl, ich wollte reden. Hi.
Deine Mutter hat mir gesagt, dass du mir was kaufen sollst. Ja, ja. Meine Mutter hat mir gesagt, sie sollte mir $1000 spenden. Was soll denn das? Hallo, um diese Zeit bin ich immer so kaputt. Ja, es ist hier auch schon spät, da darf man ruhig kaputt sein. So, theoretisch könnte ich jetzt noch mal ein bisschen in den Wald. Oh, hallo, Rose. Oh, hallo da, lade mich doch mal zu deinem Hof ein. Du kannst gerne jederzeit vorbeikommen. Die Türen sind offen. Natürlich sind Pferde und Wagen praktisch, aber manchmal ist Laufen schöner. Du weißt nie, was während eines Spaziergangs passiert. Mit Georgia würde ich gern sprechen. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Jenny, wie geht's dir? Heute geht es mir gut, ich bin nur sehr müde. Gewöhnst du dich gut ein? Komm jederzeit vorbei, wenn du Hilfe brauchst. Aktuell läuft alles paletti. Hallo, Georgia. Du siehst heute sehr beschäftigt aus, Jenny. Ja, und du auch mit deinem Pferdchen. Magst du es hier auch? Warum bleibst du nicht ein wenig hier? Und streicheln mit dir zusammen deine Pferde, juhu! Hallo, Jenny, was machst du heute? Gut, sie sehen gesund aus. Ich liebe einfach Pferde. Sprache weg. Ich soll hier auch nicht singen, ich soll hier irgendwas reden. Reisfisch. Ich soll einen Stint fangen. Kleiner Stint. Ich brauche den großen. Leute. Ich brauche den großen Stint. Ups, ups. Ja nun, jetzt ist Abend, jetzt werde ich keine Fische mehr fangen. Aber ich kann immer noch schauen, ob hier nachts heimlich irgendwelche Bösewichte herumspazieren. Jenny macht nun Nachtwache. Und träumt dabei selbst den Wald aus. Genau, hier war noch ein Baumstumpf. Geben Sie mir. Okay, es ist nichts mehr da. Ach komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Oh Gott, ich habe das Hühnchen noch nicht wieder in den Stall. Das arme Hühnchen. No, not mein Hühnchen. Okay, es ist noch da. Und hoffentlich nicht krank. Genau. Ich wollte jetzt aber auch noch Sachen verkaufen. Dinge verkaufen. Das Ei. Das muss man den grünen Arsch behalte ich mal. Den Stein nehme ich, verkaufe ich. Daraus kann ich, glaube ich, eh keinen Baustein mehr machen. Ich glaube, wenn ich den jetzt aus meiner Hand wieder wegwerfe, dann verschwindet der. So, ein paar Sachen aus dem Wald einfach verkaufen. Den Baustein könnte ich mal in meine Truhe zu Hause legen. Und ansonsten war es das doch für heute. Natürlich haben wir keine Schokolade geschenkt bekommen. Wie gesagt, wir sind ganz neu in der Stadt. Hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre. So, dann würde ich aber sagen, haben wir für heute einiges Neues erledigt. Wir haben endlich Samen. So schön, endlich Samen zu haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine gute Nacht und hoffentlich könnt ihr sehr schön schlafen. Bis dann. Ciao.